Herzlich zum Pressekonferenz begrüßen. Als erstes einmal die Endergebnis noch einmal. SC Freiburg gegen Turbine Potsdam 0:2. Hamburg gegen Lok Leipzig 2:0. Jena gegen Frankfurt 0:2. Wolfsburg gegen Bayern München 3:0. Bayern 04 Leverkusen gegen FC Duisburg 0:1. Ja, sechstes Spiel ging 2:0 für Bad Neuenahr aus. Ich darf dem Trainer recht herzlich Glück wünschen. Conny Bell, ich darf dir das Mikrofon geben. Sag mal was zum Spiel. Ja, danke schön. Ja, erstens, so ein Spiel ist man natürlich auch eigentlich ein bisschen fertig, weil das Spiel ging hin und her. Beide Mannschaften haben sich auch nichts geschenkt. Beide Mannschaften haben dann auch unbedingt diesen Sieg haben wollen. Aber ich möchte erstmal vielleicht ein Kompliment an meine Mannschaft aussprechen, aber auch an meinen Co-Trainer Dennis Lambi, der die Woche bis Freitag die Mannschaft betreut hat, weil alle Trainer, Bundesliga-Trainer waren in Portugal. Es war zwar kein Urlaub, aber wir haben hart gearbeitet, auch Markus und ich. Aber das ist immer so, wenn der Cheftrainer natürlich auch nicht da ist. Man weiß jetzt nie, ob die Spannung letztendlich auch vorhanden ist. Und das hat mein Co-Trainer und meine Mannschaft optimal aufrechterhalten. Zum Spiel, wir waren dann am Freitag und Samstag, haben wir einiges im taktischen Bereich auch noch gemacht. Musste dann auch ein, zwei Sachen ausprobieren und habe dann auch für diese Aufstellung entschieden. Und ich kann nur sagen, wir sind gut im Spiel reingekommen. Ich denke, die erste Viertelstunde oder bis das 1:0 waren wir die bessere Mannschaft dann auch. Waren gefährlich, auf Konter gefährlich. Wir haben eine enorme Schnelligkeit nach vorne. Und folgerichtig sind wir in Führung gegangen, auch durch diese Elfmeter, wo Sade Dusun auch super durchgeschickt ist und zur Fall gebracht. CD macht das 1:0. Und dann kam es so einen kleinen Bruch in unser Spiel, spielerisch. Essen hat dann auch das Spiel, denke ich, in der Zentrum dann dominiert. Haben dann auch wirklich Ballbesitz gehabt mit viel Positionswechsel. Das machen sie auch sehr gut. Aber für uns natürlich auch, Gott sei Dank, haben sie nicht diese Durchschlagskraft in der Spitze gehabt. Wie könnten sie denn auch eigentlich auch von unserem Tor fernhalten? Und dann in dieser Phase müssen wir trotzdem noch das zweite Tor nachlegen. Wir haben ein Tor aberkannt bekommen. Da weiß keiner Mensch, warum. Oder vielleicht nur eine im Stadion. Sie hat den auch abgepfiffen. Aber sonst, Essen, alle Spieler waren auch Richtung Mittellinie, weil die dachte, es ist 2:0. Okay, wird abgepfiffen, dann haben wir zwei Riesenchancen durch Niki Rose, dann muss eins sitzen. Dann, aber es ist okay, das ist nicht passiert, 1:0 in der Halbzeit, dann haben wir uns nicht etwas neu formieren müssen, weil wie gesagt, wir haben keinen Zugriff mehr im Mittelfeld gehabt. Das war dann in der zweiten Halbzeit besser, wir haben dann auch wieder die Räume schließen können, das Spiel von Essen auch eigentlich von unserem Tor fernhalten können und dann natürlich auch das 2:0 gemacht, nochmal durch Seder. Und dann war es eigentlich genau, wir waren so einen kleinen Schritt davon entfernt. Essen gab aber nicht auf. Und das ist ein Kompliment an Markus und seine Mannschaft, dass die immer bis zum Schluss auch alles geben. Aber wir könnten sie, wie gesagt, auch vom Tor fernhalten. Und ich denke, in der Richtung geht dann auch den Sieg für uns in Ordnung. Es war auf jeden Fall ein hart umkämpfter Sieg. Jede Mannschaft braucht Punkte. Und keine hat sich aufgegeben in dieser Liga. Das ist ein bisschen anders aus den vergangenen Jahren. Das hat man auch gemerkt in diesen Lehrgängen, die wir auch besucht haben in Portugal, dass alle Trainer sich auf keinen Fall aufgeben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer wieder aufpasst, über die Schulter guckt. Deswegen die drei Punkte tun uns richtig gut. Um das jetzt zu beenden, möchte ich aber auch ein Riesenkompliment an unsere Fans auch aussprechen, die auch uns auch hier auch unterstützt haben. Und wirklich, das ist keine jetzt schön ein bisschen Honig ums Mund schmieren, sondern das tut die Mädels richtig gut. Und jetzt sind wir vielleicht 20, vielleicht beim nächsten Auswärtsspiel sind wir 50 und so wächst das ja auch. Aber es liegt letztendlich an den Mädels auch, dass wir das dann auch wirklich, diese Leistung immer wieder abrufen. Und nochmal vielen Dank an unsere Fans und wünsche Markus natürlich auch, der eine ganz enge, liebe Freund ist von mir, weiterhin auch sehr viel Erfolg mit seiner ganz tolle Mannschaft. Dankeschön. Jetzt muss er wieder runterbringen, ne, Markus? Ja, also
erstmal danke für die Komplimente, Colin. So gut wie du mein Team gesehen hast, habe ich natürlich mein Team überhaupt nicht gesehen. Du hast richtig analysiert. Wir haben sehr schwer ein Spiel gefunden. Ihr seid dann auch verdient in Führung gegangen. Danach hatten wir dann eine Phase, ich sag mal, 15. bis 30. Minute war das ganz okay, allerdings auch nichts Zwingendes. Und dann muss Neuner ganz klar vor der Halbzeit noch das 2-0, das 3-0 machen. Gut, und dann in der zweiten Halbzeit habe ich ja nochmal versucht umzustellen, eine zweite Stürmerin mit einem flachen 4-4-2. Charlene Hartmann hat das an sich ganz gut gemacht, hatte dann auch eine gute Aktion kurz vor dem 2-0, wo sie sich auf der rechten Seite durchsetzt, bringt den Ball sehr gut rein und Caro Hamann schießt dann eure Torhüterin an. In der Phase wäre das natürlich wichtig gewesen, wenn wir da noch eventuell das 1-1 gemacht hätten, aber insgesamt, denke ich mal, geht der Sieg für Bad Neuenahr absolut verdient in Ordnung. Ihr wart die klar bessere Mannschaft, ihr wart viel spritziger. Wir hatten Riesenprobleme im Mittelfeld beim Umschalten. Und wir wussten natürlich, dass ihr dann vorne mit den drei schnellen Spielerinnen da brandgefährlich seid. Und da haben wir euch auch in den Griff bekommen. Insgesamt muss ich natürlich sagen, wir hängen jetzt bei den 17 Punkten fest. Es geht für uns nach wie vor, oder wir müssen nach wie vor den Blick nach unten richten. Wie Colin gerade schon gesagt hat, man muss sich in der Bundesliga jeden Punkt erkämpfen. Und das habe ich heute bei meiner Mannschaft nicht gesehen. Mir hat einfach der Biss gefehlt, die Aggressivität, auch die Dinge, die uns im Endeffekt in der Hinrunde ausgezeichnet haben. Das ist die Basis und die hatten wir heute nicht in unserem Spiel. Und ich glaube, dann ist es schwer, gegen so eine spielstarke Mannschaft, wie Bad Neuenahr heute war, auch dann zu bestehen. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wieder den Rhythmus finden, dass wir mit diesen Basics anfangen, schon im nächsten Auswärtsspiel gegen Bayern München. Und wenn man diese Basis dann legt, dann kann man auch über spielerische Dinge reden. Und es ist ein harter Kampf, ganz klar. Colin hat das gerade schon gesagt. Und von daher hoffe ich, dass wir dann in den nächsten Wochen auch wirklich die Wende kriegen. Danke. So, sind noch Fragen von der Presse? Sehe nicht, dann darf ich noch einmal ganz kurz korrigieren. Wir hatten also 932 Zuschauer. Das ist für ein Spiel gegen Bad Neuenahr absolut top gewesen. Wir haben fast 300 Zuschauer mehr als der normale Schnitt. Und ich glaube, das zeigt also auch, dass in Essen der Frauenfußball eigentlich immer mehr im Kommen ist. Ich darf mich jetzt hier, kurz bevor ich das Mikrofon ausschalte, mich nochmal bei der Sparkasse Essen bedanken als Sponsor of the Day heute und für die Unterstützung in diesem Jahr und wünsche einen guten Nachhauseweg und hoffen wir, dass wir die nächsten Spiele wieder erfolgreich bestreiten können. Dankeschön.